Halleluja. Letzte Woche haben wir das als Thema der Predigt gehabt, wir sollen Zeugen der frohen Botschaft sein. Wir haben eine frohe Botschaft bekommen, wir haben das Reich Gottes geerbt und das Ziel ist, dass wir das allein genießen, sondern wir sollen klar genießen, aber auch weitergeben. Umsonst habt ihr bekommen, umsonst sollt ihr geben, nach diesem Motto. Und wir haben verschiedene Gründe genannt, warum das wichtig ist, sogar notwendig ist und dringlich ist, das Wort, das die frohe Botschaft des Evangeliums weiterzugeben. In dem Zusammenhang haben wir gesagt, dass jeder Gläubige an Jesus Christus vergleichbar ist mit einem Rettungsdienstmitarbeiter. Denn die Welt ist in ständiger Not, in ständigem Notzustand. Wir sollen uns demnächst in Zukunft wahrnehmen als Rettungsdienstmitarbeiter. Überall, wo du bist, wo Menschen nicht gläubig sind, musst du dich so wahrnehmen, ich bin hier mitten unter Menschen, die in einem Notzustand sind, die notversorgt sein soll. Wenn ich das nicht tue, dann ist es vergleichbar, wenn ich nichts tue, den Mund zumache, dann bin ich vergleichbar mit einem Rettungsdienstmitarbeiter, der privat unterwegs ist. Jemand fällt um neben ihm und er macht einfach sein Ding, sein eigenes Ding, sehen ruhig weiter. Und das ist nicht fair, das ist sogar gefährlich. Gott hat uns diese Verantwortung gegeben. Wir haben gesagt, dass es nicht unsere Verantwortung ist, Menschen zu bekehren. Es ist ihre eigene Verantwortung, aber unsere Verantwortung, die wir wahrnehmen können und sollen, ist es, ihnen das Evangelium zu geben, dass sie zumindest die Chance haben, ja oder nein zu sagen. Und ich denke, dass Gott uns verantwortlich halten wird. Gott wird uns Rechenschaft, wir werden Rechenschaft ablegen für die Möglichkeiten, die er uns gegeben hat, das Evangelium weiterzugeben und die wir versäumt haben. Amen. Wir haben aber auch gesagt, dass es mit der Errettung nichts zu tun hat. Du musst nicht von Jesus erzählen, um gerettet zu werden. Du bist schon gerettet. Das hat damit nichts zu tun. Muss man trennen. Aber es ist eine Verantwortung aus Liebe. Nicht aus Angst vor der Strafe Gottes, nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus Liebe für Gott und für unsere Mitmenschen. Denn wenn wir sagten, es ist das Herzensanliegen des Vaters, dass kein Mensch verloren geht, sondern dass alle die Wahrheit erkennen und zu seinem Sohn kommen und in sein Reich kommen. Wir haben dieses Gleichnis gelesen in Lukas 15. Ein Mann, ja, wer von euch, wenn er 100 Schafe hat und ein einziges Schaf geht verloren, wird er nicht die 99 zurücklassen und er wird hingehen und das einzig verlorene Schaf suchen. Wenn er es gefunden hat, dann tritt er das Schaf auf seinen Schultern und geht nach Hause und feiert mit seinen Nachbarn. Sagt, kommt und feiert mit mir, denn mein Schaf war verloren und ich habe es wieder gefunden. Und Jesus sagt dann, es gibt eine größere Freude im Himmel für eine einzige Seele, die es umkehrt. Es gibt eine größere Freude für eine einzige Seele, die umkehrt, als für 99 Gerechte, die die Umkehr nicht mehr nötig haben. Das ist das Herzensanliegen des Vaters, dass Menschen umkehren, zur Wahrheit kommen. Und wenn wir den Vater lieben, unsere Mitmenschen lieben, dann sollen wir auch dieses Anliegen zu eigens machen. Jesus sagte in Johannes 4, Vers 34, meine Nahrung ist es, den Willen meines Vaters zu tun. Es ist das, was mir Lebenskraft, Lebenselixier gibt, den Willen meines Vaters zu tun. Und dann haben wir auch davon gesprochen, dass wir viele Ausreden haben, warum wir das nicht tun oder tun wollen oder tun können. Ich möchte nicht jetzt auf die einzelnen Ausreden eingehen. Das kann man im Video mittlerweile im Internet nachsehen, nachhören. Aber eine Ausrede möchte ich nochmal heute doch aufgreifen, die ich letztes Mal nicht angesprochen habe. Es ist nämlich die Ausrede, dass viele Christen sagen, nein, ich habe selber so viele Probleme. Wie kann ich denn den anderen vom Glauben erzählen? Ich habe selber, mir geht es nicht so gut. Ja? Mir geht es so schlecht, ich bin krank, ich bin müde, ich habe keine Arbeit, ich habe kein Geld, ich bin pleite und mir geht es so schlecht und ich habe nicht das Selbstbewusstsein sozusagen oder ich fühle mich nicht legitimiert, anderen von Jesus zu erzählen. Das mag so sein, vielleicht hast du viele Probleme, aber es ist, glaube ich, ein falsches Verständnis vom Ganzen. Wenn wir von Jesus erzählen, dann geht es nicht darum, dass wir den Leuten sagen,
komm zu Jesus und es wird dir gut gehen. Und du wirst niemals Probleme haben. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass sie ihre Seelen retten. Amen. Denn Jesus sagte, es ist besser, mit einem Arm in den Himmel zu gehen, als mit beiden Beinen in die Hölle zu gehen. Jesus hat sogar gesagt, wer zu mir kommt, der wird Herausforderungen haben. Wir müssen zusehen, dass wir das falsche Evangelium nicht predigen. Dass wir den Menschen nicht Sterne und den Himmel versprechen und sie kommen dann zum Glauben und erleben was ganz anderes. Jesus hat zwar versprochen, dass er uns helfen würde, aber er hat keine Garantie, kein Versprechen gegeben, dass wir niemals Probleme haben würden. Er sagt sogar in Johannes 16, ihr werdet viel Herausforderungen in der Welt haben. Er sagt das, lest nach. Ihr werdet viele Herausforderungen, sagt sogar Trübsal, in der Welt haben. Aber seid mutig, denn ich habe die Welt überwunden. Amen. Also wenn du Probleme hast, wenn du Herausforderungen hast, das bedeutet nicht, dass du falsch glaubst oder dass du vielleicht nicht genug glaubst oder dass du vielleicht einen Fehler gemacht hast oder dass Gott nicht gut genug ist oder dass, was du glaubst, nicht wahr ist. Wenn wir die Bibel lesen, dann werden wir sehen, dass viele Menschen, die von Gott empfohlen wurden, dass sie doch viele Probleme hatten, viele Herausforderungen hatten. Guck mal Hiob. Hiob hat alles verloren. Und viele seiner Freunde kamen und dachten, dass er irgendeinen Fehler gemacht hatte, dass Gott ihn deshalb bestraft. Und viele Leute haben sogar in Problemen, gerade wegen der Probleme von Jesus erzählt. Nimm mal das Beispiel von Paulus und Silas. Sie sitzen im Gefängnis, in Ketten. Ihre Rücken sind voller Wunden, sie sind geschlagen worden. Da hätten die Gefangenen sagen können, wenn ihr an so einen starken Gott glaubt, warum hat er zugelassen, dass ihr im Gefängnis sitzt? Das hätten sie fragen können. Dieses Gefängnis, damals war nicht wie heute, wo man einen Fernseher hat in seiner Zelle und ein schönes Bett und Waschbecken. Das war im Keller, dunkel, nass, stickig. Und sie haben nichts falsch gemacht, sie haben nur von Jesus gesprochen und sie wurden festgenommen, gepeitscht, 39 Hiebe auf den Rücken. Und dann wurden sie in diesen Keller, in diesen Kerker reingeschmissen mit Ketten. Da kann man denken, Mensch, wenn Gott wirklich gut wäre, dann würde er mich retten. Nein, Paulus und Silas waren voller Mut. Sie haben das Evangelium im Gefängnis gepredigt. Sie haben Gott gesungen, gelobt. Und gerade während sie das gemacht haben, ist eine Erweckung im Gefängnis ausgebrochen. Die Gefangenen sind freigesetzt worden. Amen. Also auch ein Christ hat Probleme, muss sogar Probleme haben. Aber der Unterschied ist der Umgang mit den Problemen. Ich habe meine Probleme, du hast bestimmt welche. Wenn du keine Probleme hast, dann bist du schon tot. Nur Tote haben keine Probleme mehr. Solange du lebst, wirst du die eine oder die andere Herausforderung haben. Amen. Aber das sollte dich nicht dazu entmutigen oder dich davon halten, von deinem Glauben zu erzählen. Du kannst sogar erzählen, dass Jesus Menschen hält, er hilft Menschen. Auch wenn du selber die Hilfe noch nicht erfahren, aber du glaubst, du hast Vertrauen. Und dieses Vertrauen allein, das fehlt den Menschen in der Welt. Also der Umgang von Christen mit Herausforderungen ist anders soll anders sein als der Umgang von Nicht-Christen. Christen haben Hoffnung, Christen haben Glauben. Und dieser Glaube allein auf der psychischen Ebene, macht es einen großen Unterschied. Amen. Also lass dich nicht davon abhalten, wenn du Probleme hast. Wir haben Hamilton Filmata hier gehabt, der ist blind. Und er ist nicht auf einmal blind geworden, er ist ja progressiv blind geworden. Aber er predigt das Evangelium, er sagt sogar, Jesus heilt Blinde. Jesus heilt Kranke. Da kann man denken, hier, ja, dann wenn das wahr ist, dann warum heilt er dich nicht? Halt den Mund. Aber nein, er macht munter weiter. Und Gott gebraucht ihn sogar, um Blinde zu heilen. Aber er bleibt dabei selber blind. Also wundere dich nicht, Gott kann dich gebrauchen, um dasselbe Problem bei jemand anderem zu lösen, was du hast. Aber dein eigenes Problem bleibt vorerst ungelöst. Das sind Geheimnisse im Reich Gottes. Lass dich nicht davon abhalten, dass du das Evangelium zu verkündigen, durch die Tatsache, dass du sagst, mir geht es nicht so gut. Ich habe nicht genug Freude, um von anderen zu erzählen, dass Gott gut ist. Gott ist gut. Das proklamieren wir im Glauben. Gott ist gut, unabhängig von unseren
persönlichen Erfahrungen, von unseren subjektiven Erfahrungen und subjektiven Situationen. Gott ist gut. Das ist eine absolute Wahrheit. Und wenn du das proklamierst, dann wird Gott das in anderen umsetzen, im Leben anderer umsetzen. Halleluja. Also, es ist unsere Verantwortung. Es ist nicht nur eine Verantwortung, es ist sogar ein Vorrecht. So sollte man das sehen. Das Evangelium zu verkündigen. Viele Menschen in vielen Generationen haben alles aufgegeben, um in den Dienst dieses Evangeliums einzutreten. Sie haben sogar ihr Leben aufgegeben, ihr Leben riskiert, um das Evangelium zu verkündigen. Waren sie blöd? Waren sie unsinnig? Waren sie wahnsinnig? Nein, sie hatten etwas Herrliches in diesem Evangelium gesehen. Das ist das Kostbarste, was es im Universum gibt. Und wenn du diese kostbare Botschaft weitergibst, ist es für dich ein Vorrecht, im Namen des Königs zu sprechen, den König zu vertreten und Menschen in sein Königreich hineinzubringen. Das ist ein Vorrecht. Lass uns weggehen davon, dass es eine Verantwortung ist oder eine Pflicht. Lass uns das sehen als ein Vorrecht. Denn Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes zur Errettung derer, die glauben. Und ich sage euch, wenn diese Weltzeit vorbei ist und wenn wir in der Ewigkeit sind, dann werdet ihr erst realisieren, was ich sage. Die Menschen, die dem Evangelium gedient haben, die werden mit einer besonderen Herrlichkeit belohnt werden. Amen? Amen? Die Menschen, die ihr Leben für das Evangelium eingesetzt haben, die werden besonders leuchten. Das steht in Daniel 12. Die gerecht haben und anderen beigebracht haben, gerecht zu leben, die werden besonders leuchten, steht in Daniel 12. Gott wird es zeigen. Und ich glaube, dass wir verschiedene Stufen von Herrlichkeit in der Ewigkeit haben werden. Und die das Evangelium gepredigt haben, die dem Evangelium gedient haben, wie gesagt, die werden eine besondere Belohnung haben. Denn da schlägt das Herz des himmlischen Vaters. Also es ist nicht nur eine Verantwortung, es ist ein Vorrecht. Es ist ein Privileg. So, wenn man so hört, dann kann sich der eine oder andere fragen, ja, ich würde gern, aber ich weiß nur nicht, wie. Kannst du mir helfen? Und das ist der Gegenstand der heutigen Predigt. Wie kann ich denn von meinem Glauben erzählen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um an das Ziel zu erreichen. Vielleicht sage ich vorab, wenn es darum heißt, dass wir das Evangelium verkündigen sollen, dann ist die erste Frage, was soll ich überhaupt erzählen? Was ist die Botschaft, die es zu erzählen gilt? Also man kann das aus verschiedenen Perspektiven darstellen, aber das Ziel des Evangeliums muss ungefähr Folgendes beinhalten. Menschen sind Sünder. Und das Ziel ist, Menschen zu Gott zu führen, Menschen zur Umkehr zu bewegen. Wir sollen Menschen zeigen, dass alle gesündigt haben, dass sie selber Erfahrung machen mit Sünden, dass alle gesündigt haben und dass Gott einen Tag festgelegt hat, an dem er alle Menschen richten will. Das steht in Apostelgeschichte 17, Verse 30 und 31. Gott hat einen Tag festgelegt, an dem er alle Menschen richten wird. Darum heißt es, Menschen sollen gerettet werden. Gerettet wovor? Weil eine Gefahr lauert. Diese Gefahr ist das Gericht Gottes. Und der Tag naht, das Gericht naht. Und deswegen sollen wir die Menschen warnen, dass sie dem Gericht Gottes entkommen. Und Gott wird die Menschen für oder wegen ihrer Sünden richten. Und wir alle haben gesündigt. Niemand ist gerecht. Wir tun zwar Gutes auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite tun wir Böses, wir tun Sünde und wir können unsere Sünden mit den guten Taten nicht ausgleichen. Denn eine einzige Sünde reicht, um verurteilt zu werden. Also wir sollen Menschen zeigen, dass Gott einen Tag festgelegt hat, in dem er alle richten wird. Und er richtet wegen der Sünde, aber dass Gott Vergebung anbietet. Ja, Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, hat den Preis bezahlt und wer an ihn glaubt, wird die Vergebung seiner Sünden erfahren und wird dem Gericht Gottes entkommen und wird ewiges Leben bekommen.
Das muss das Ziel sein. Egal welche Methode du benutzt, am Ende muss diese Botschaft ankommen beim Menschen und verstanden werden und angenommen werden. Sonst haben wir eine Pseudo-Bekehrung. Und Menschen, die vielleicht das Übergabegebet sprechen, aber sie haben nicht wirklich verstanden, worum es geht. Sie kommen vielleicht in die Gemeinde, aber ihr Leben ändert sich nicht und sie lügen sich in die eigene Tasche und am Ende werden sie von Jesus verworfen, weil sie nicht wirklich das getan haben, was sie hätten tun sollen. Deswegen ist diese Kernbotschaft, muss ankommen am Ende. Amen. Es geht letztendlich um Umkehr von Sünde, Lebensveränderung und sich Gott zuwenden, um seine eigene Seele zu retten. Und Jesus ist dabei der einzige Weg zur Errettung. Dass diese Botschaft müssen wir versuchen, in irgendeiner Form ankommen zu lassen, begreifen zu lassen. Und dann, wenn die Menschen verstanden haben, können wir sie dahin führen, dass sie eine Entscheidung treffen. Amen. So, jetzt die Wege dahin. Welche Methoden können wir benutzen? Verschiedene Methoden gibt es. Und wir nehmen einfach ein paar Beispiele aus der Bibel. Die eine Möglichkeit ist, dass wir die Menschen in ihren Lebensumständen oder durch ihre Lebensumstände ansprechen. Wir haben letzte Woche ausführlich über Jesus gesprochen und die Frau aus Samaria in Johannes Kapitel 4. Jesus war unterwegs und er ist in Samaria, er ist müde und nimmt Platz bei diesem Brunnen. Und diese Frau kommt und möchte Wasser schöpfen aus dem Brunnen. Und Jesus spricht sie an. Also die Umstände hier waren, die Frau möchte Wasser schöpfen. Jesus benutzt das Bild von Wasser. Da ist eine Frau, man schöpft Wasser, weil man Durst hat. Jesus benutzt das Bild von Durst und von Wasser, um die Frau einzuführen in die Geheimnisse, in geistliche Wahrheiten. Jesus außerdem später benutzt auch die Lebensumstände der Frau, dass sie 5 Männer hatte. Ja, denn damals war es so, und der Mann, mit dem sie in diesem Augenblick lebte, mit dem war sie nicht verheiratet. Damals war es Sünde, so zu leben. Ja, das bleibt immer noch so. Mit jemandem zu leben, mit dem man nicht verheiratet ist, ist, war und bleibt eine Sünde. Jesus benutzt beide Lebensumstände, um diese Frau in das Reich Gottes hineinzuführen. Und wenn wir so mit Menschen Umgang haben, dann werden wir auch sehen, dass sie in verschiedenen Lebensumständen sind. Vielleicht ist es der Verlust eines Angehörigen. Jemand kommt und erzählt hier, ja, ich bin so traurig, mein Onkel ist gestorben. Das ist eine Steilvorlage. Wie kann man dann einsteigen in so ein Gespräch? Wenn jemand sagt, mein Onkel ist gestorben, wie kann man reagieren? Ich drücke erstmal mein Mitgefühl. Ich schieße nicht gleich los, hey, bekehr dich. Sondern ich drücke erstmal mein Mitgefühl aufrichtig. Ich nehme Anteil an seinem Leid. Ja, das ist total. Der Jesus sagte, weint mit denen, die weinen und lacht mit denen, die lachen. Ich drücke erstmal Mitgefühl und dann kann ich eine Frage stellen. Ich kann den Tod als Einstieg nehmen, um das Evangelium einzuführen. Ich kann zum Beispiel sagen, ja, es ist wirklich schade und ich habe mich schon immer gefragt, was nach dem Tod passiert. Na, ich kann erstmal das auf mich beziehen. Ja, also die Sache mit dem Tod, das ist echt schade. Wir würden gerne länger leben und es ist so schmerzhaft, wenn wir einen Angehörigen verlieren. Was ich mich immer wieder frage ist, was passiert eigentlich nach dem Tod? Hast du dir selber schon mal Gedanken darüber gemacht, Andi? Ne? Dann muss eine Antwort kommen. Und dann kann ich weiter ausführen. Dann sage ich, welche Möglichkeiten es gibt, Himmel und Hölle und wie kommt man in die Hölle, wie kommt man in den Himmel, das Angebot Gottes und Peng. Möchtest du annehmen, Andi? Andi kann sagen ja oder nein oder jein. Manche sagen jein. Ja? So kann ich vorgehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja, jemand hat vielleicht seinen Job verloren und er kommt und öffnet seine Seele bei dir und erzählt, hat Schmerzen. Das kann ich aufgreifen. Denn in solchen Umständen sind die Menschen besonders aufmerksam, sind besonders empfänglich. Immer zuerst einmal Mitgefühl, ja, dich mit den Menschen eins machen.
Nicht aus Kalkül, sondern aufrichtig. Sag, oh Mann, das ist so furchtbar, das tut mir echt leid. Wie geht's dir denn damit? Dann lässt du ihn reden. Er braucht das. Er braucht jemanden, der zuhört. Wie geht's dir damit? Wie konnte es passieren? Was hast du jetzt vor? So. Und vielleicht hast du selber in der Vergangenheit Arbeitslosigkeit erlebt, wie Gott dich da rausgeholt hat. Dann kannst du mit deiner eigenen Erfahrung anfangen. Ja, ich kann dich verstehen. Weißt du was? Ich war selber 2 Jahre arbeitslos. Und das war furchtbar. Ich habe mich so und so und so gefühlt. Ich war manchmal verzweifelt. Ich habe mich manchmal unsicher gefühlt. Aber ich habe gebetet. Und meine Freunde haben für mich gebetet. Und Gott hat mir geholfen. Jetzt habe ich eine Arbeit. Darf ich für dich beten? Ja, zum Beispiel. Und dann geht es weiter. Und Gott wird dir Weisheit geben in jeder Situation, dass du weißt, wie es anfängt, wie es weitergeht. Aber wir sollen weise sein. Und das erleben wir im Alter. Leute kommen und reden mit uns. Es ist nur Steilvorlage, aber wir können es nicht unterscheiden, nicht erkennen. Sag ja, oh, der Chef ist furchtbar. Ah, Mann. Wir schimpfen zusammen auf den Chef mit dem Freund. Und dann, okay, tschüss. Nachdem wir mit ihm Lasagne gegessen haben. 3 Stunden später, tschüss. Ja? Weil wir verstehen nicht, Gott hat ihn da gebracht. Es ist eine offene Tür, ein offenes Fenster, eine Steilvorlage. Deswegen soll uns diese Predigt helfen, ausrüsten, dass wir im Alltag mit offenen Augen unterwegs sind. Vielleicht ist jemand, eine Frau hat gerade ein Kind bekommen. Ja? Auch bei Geburt ist man besonders empfänglich. Das kann man, dann nutzt das als Einstieg in ein Gespräch. Amen. Oder vielleicht ist es ein Kommiliton, der ist gerade durch eine Prüfung gefallen, ist total traurig und kommt zu dir. Ja? Das kannst du als Einstieg nutzen. Verschiedene Situationen, das kann vielleicht ein Beziehungsbruch sein. Verschiedene. Das kann positiv, kann negativ, kann fröhlich, kann traurig sein, aber sieh das als Steilvorlage. Das kann eine Ehekrise sein, verschiedene Sachen. Amen. Und das ist die Technik, die Jesus benutzt, um diese Frau in Johannes 4 zu erreichen. Und wenn sie dann sind, gehen sie weiter im Gespräch. Irgendwann offenbart er sich als Messias. Aber lest die Geschichte nach Hause, zu Hause. Er geht Schritte für Schritte mit ihr. Erstmal Lebensumstände, dann peng, irgendwann offenbar. Und die Frau kann nicht mehr weg. Ich bin der Messias. Und dann lässt sie ihren Wasserkrug stehen. Sie glaubt und sie geht ins Dorf und erzählt. Kommt und seht. Halleluja. So, die zweite Möglichkeit ist der Einsatz der Geistesgaben. Wir können Geistesgaben einsetzen, um das Evangelium einzuführen. Wieder die Geschichte von Johannes, von der Jesus und der samaritischen Frau, Johannes 4. Ich glaube, der entscheidende Punkt kam durch das Wort der Erkenntnis, die Jesus dieser Frau gegeben hat. Er hat im Geist erkannt, Gott hat ihr im Einblick gewährt, übernatürliche Weise, in die Lebenssituation dieser Frau. Er hat gesehen, dass sie gerade, ja, was sie durchgemacht hat, 5 Männer und der Mann, mit dem sie gerade lebt, ist sie nicht verheiratet. Und dann sagt er ihr das. Ja, zwangsläufig, wenn jemand etwas erlebt, dann ist es ein Aha-Effekt. Und Gott benutzt die Gaben des Geistes, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu erwecken. Das ist der Zweck. Die Frau, vorher gibt es Diskussionen über Religion, welche Religion die bessere ist. Ja, ihr sagt, dass der bessere Anbetungsort in Jerusalem ist, aber unsere Väter, das ist hier, Diskussion, meine Religion ist besser als eure. Jesus sucht wahrscheinlich, wie kann ich dieses Schäfchen erreichen und retten? Die ist so. Und dann, peng, Wort der Erkenntnis. Und dann kommt der Durchbruch. Du bist ein Prophet, wenn du sowas siehst. Ja, auf einmal ist es nicht mehr die Religion. Und dann geht Jesus immer tiefer in ihr Gebiet hinein. Ja, Gott möchte uns auch die Augen öffnen. Vielleicht zeigt er dir das durch einen Traum, ja, über die Situation einer Person. Manchmal sehen wir Träume, wir vernachlässigen das. Oder wir erzählen den Menschen einfach so und gehen. Manchmal ist es ein Wort der Erkenntnis. Und Gott möchte das als Einstieg benutzen, um diese Person zu sich zu ziehen.
Also die Frau öffnet sich, ja, nachdem Jesus dieses Wort der Erkenntnis gibt. Es gibt verschiedene Passagen. Nehmen einfach nur ein anderes Beispiel. In Johannes Kapitel 9 heilt Jesus einen blindgeborenen Mann. Dieser Mann, Jesus heilt ihn, aber zunächst einmal weiß er gar nicht, wer Jesus ist. Erst später, ja, ein paar Tage später, trifft er Jesus im Tempel und Jesus fragt ihn: Weißt du eigentlich, wer ich bin? Wer hat dich geheilt? Der Mann sagt: Ja, es ist Jesus Christus. Weißt du, wer ich bin? Jesus offenbart er sich diesem Mann. Ich glaube, wir sollten das lesen. Johannes 9, 35 bis 38. Jesus hörte, dass sie den Geheilten aus der Synagoge ausgeschlossen hatten. Als er den Mann wieder traf, fragte er ihn: Glaubst du an den Menschensohn? Sag mir, wer es ist, damit ich an ihn glauben kann. Johannes 9, 35 bis 38. Johannes 9, 35 bis 38. Also er fragt: Glaubst du an den Menschensohn? Das heißt, vorher hatte er nicht geglaubt, obwohl er schon geheilt war. Seid ihr mit mir? Der Mann wurde schon geheilt, aber er glaubte noch nicht an Jesus, sonst würde er diese Frage nicht stellen. Glaubst du an den Menschensohn? Sag mir, wer es ist, damit ich an ihn glauben kann, erwiderte der Geheilte. Du hast ihn schon gesehen und in diesem Augenblick spricht er mit dir, gab sich Jesus zu erkennen. Ja, Herr, rief jetzt der Mann, ich glaube. Und er warf sich vor Jesus nieder. Der Mann hat natürlich erkannt, der Mann ist, der ihn geheilt hatte. Aber er wusste nicht, wer dieser Mann wirklich war. Aber dadurch, dass er geheilt wurde, wurde der Zugang zum Glauben für ihn leichter. Amen. Also aufgrund dieses Wunders glaubt er. Und es gibt verschiedene andere Passagen in der Bibel, wo erst ein Wunder passiert und dann kommen die Menschen in Massen, vor allem in Apostelgeschichte. Ein gelähmter Mann wird geheilt und bang, alle rennen, um zu sehen, hey, was ist hier passiert? Und die Apostel stehen da: Herr, Männer und Damen, Männer und Damen und Herren, dieser Mann hat sich bekehrt, Apostelgeschichte 4 zum Beispiel. Er hat sich bekehrt, nicht weil wir so fromm sind, sondern aufgrund seines Glaubens in den Namen Jesu. Und sie fangen an, eine lange Predigt von Petrus. Am Ende bekehren sich noch mehr Leute und die Gemeinde wächst mit 5000 Männer. Amen. Also durch die Geistesgaben kann Gott die Aufmerksamkeit der Menschen an sich ziehen und sie öffnen hoffentlich ihre Herzen. Und dann können wir das Evangelium reinpflanzen. So, die dritte Möglichkeit ist durch ein persönliches Lebenszeugnis. Du kannst deine Heilserfahrung erzählen. Und dabei sollte man 3 Achsen beachten. Man sollte das strukturiert und systematisch machen, nicht einfach los erzählen. Man sollte, wenn man von seiner eigenen Erfahrung erzählt, sollte man erzählen, wie dein Leben vor deiner Begegnung mit Jesus war. Also vorher Begegnung und nachher. Ja, wie fühlte ich mich früher? Wie lebte ich? Wie lebte ich früher? Wie fühlte ich mich dabei? Ja, wie dachte ich in meinem Inneren? Und was dachten andere über mich? Wie nahm ich andere Menschen wahr? Wie nahm ich das Leben wahr? Wie dachte ich über das Leben? Wie dachte ich über Gott? Und dann, wie kam die Veränderung? Und dann, wie war mein Leben nach der Veränderung? Amen. Diese 3 Achsen. Und das können wir auch zum Beispiel sehen bei Paulus in Apostelgeschichte 22. Ich zeige euch, wie Paulus das systematisch macht. Apostelgeschichte 22, wir nehmen erstmal den dritten Vers, ab dem dritten Vers, Apostelgeschichte 22, ab Vers 3. Paulus sagt: Ich bin Jude, geboren in Tarsus, einer Stadt in Zilizien. Erzogen wurde ich hier in Jerusalem. Als Schüler Gamaliels habe ich gelernt, streng nach dem Gesetz unserer Vorfahren zu leben. Ebenso wie ihr wollte ich nichts anderes als Gottes Gebote erfüllen. Deshalb habe ich die neue Lehre der Christen auch bis auf den Tod bekämpft.
Männer und Frauen ließ ich festnehmen und ins Gefängnis werfen. Das können die hohen Priester und der ganze Hohe Rat bezeugen. Von ihnen bekam ich Empfehlungsschreiben für die jüdische Gemeinde in Damaskus. Sie gaben mir die Vollmacht, die Christen in jener Stadt gefesselt hierher nach Jerusalem zu bringen und zu bestrafen. Und so weiter und so fort. Also Paulus erzählt, wie sein Leben vorher war. Amen. Auch die falschen Sachen, die er gemacht hat. Wenn du von deiner Vergangenheit erzählst, das hat den Effekt, dass Menschen sich mit dir identifizieren können. Wenn du von Sünde redest, dann wissen sie, wovon du redest. Du sagst, ich habe früher gesoffen. Vielleicht stehst du vor einem Säufer. Und dann sagst du, wie das dein Leben beeinflusst hat. Dann kann er, ja, da wird eine Brücke gebaut. Ja? Du sagst, ich habe früher dies und jenes gemacht. Dann weißt du, ach, du bist auch nur ein Mensch wie ich. Und später, wenn du von der Veränderung erzählst, das gibt ihm Hoffnung. Also, ein Mensch, der die Sachen gemacht hat, wie ich jetzt mache, jetzt ist er anders, jetzt ist er verändert. Das ist die Kraft des Evangeliums. Also Paulus erzählt hier, was er gemacht hat, und das sollten wir tun, schonungslos tun. Manchmal kann man nicht die ganze Geschichte erzählen, manchmal brauchst du nur einen Aspekt deiner Geschichte, passend zur Situation deines Gegenübers. Dann nimmst du diesen Aspekt deiner Geschichte vor der Bekehrung und erzählst einfach. Vielleicht hat jemand, keine Ahnung, er macht genau dieselben Fehler, die du gemacht hast in einem bestimmten Bereich, im Beziehungsbereich oder in welchem Bereich auch immer, dann nimmst du Bezug darauf. Dann erzählt Paulus danach von seiner Begegnung mit Jesus, warum er aufgehört hat, diese Sachen zu tun. Als ich auf meine Reise Damaskus schon fast erreicht hatte, umgab mich zur Mittagszeit plötzlich vom Himmel her ein strahlend helles Licht. Ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Voller Schrecken fragte ich: Wer bist du, Herr? Und hörte als Antwort: Ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Meine Begleiter sahen genauso wie ich das Licht, aber sie hörten nicht, was gesagt wurde. Was soll ich tun, Herr? Fragte ich nun. Und der Herr antwortete mir: Steh auf, geh nach Damaskus. Dort wird man dir sagen, welche Aufgabe du übernehmen sollst. Von dem hellen Licht war ich so geblendet, dass ich nicht mehr sehen konnte und meine Begleiter mich nach Damaskus führen musste. Und so weiter, er führt und führt und führt und führt aus, wie die Veränderung kam. Dieser Aspekt ist total wichtig. Wann hast du das Evangelium gehört? Wo war das? Unter welchen Umständen? Mit wem warst du unterwegs? Und was hast du gehört? Das ist wichtig. Was hast du gehört? Was war für dich entscheidend, dass du Ja gesagt hast, dass du diese Entscheidung getroffen hast? Das berichtet Paulus hier. Und da ist es individuell. Jeder hat seine eigene Geschichte. Ich habe noch nie zwei Leute, die dasselbe erlebt haben. Jeder hat seine eigene Geschichte, wie er zu Jesus gekommen ist. Und dann erzählt Paulus danach, was das mit seinem Leben gemacht hat. Nämlich, dass er seine Bestimmung gefunden hat, dass er seinen Weg gefunden hat, den Sinn seines Lebens gefunden hat und hat alles aufgegeben, um Jesus Christus zu dienen. Ja, nach dieser Begegnung, also diese drei Achsen, wenn du deine persönliche Heilsgeschichte erzählst, wie war mein Leben vorher, wie ist die Veränderung gekommen und was hat diese Entscheidung in meinem Leben bewirkt? Amen. Dabei musst du nichts schön reden, du musst sagen, alles ist rosa rot in meinem Leben, aber erzähle von den grundlegenden Dinge, die man mit dem Heil bekommt. Ich bin gerettet. Ja? Jetzt weiß ich, wenn ich jetzt sterben würde, weiß ich ganz genau, wo ich landen will, weil Jesus hat versprochen, wer an mich glaubt, wird ewiges Leben haben. Ja? Und vielleicht hast du viele andere Sachen, die du erlebt hast, vielleicht Friede Gottes und Vergebung und die Freude und Hilfe in Not und so weiter und Heilung, verschiedene Sachen kommen mit diesem Paket. Amen. Also du kannst, wenn du wirklich eine Begegnung mit Jesus hattest, dann kannst du mir nicht erzählen, dein Leben ist immer noch wie früher. Ja, es gibt eine Veränderung, vielleicht 20%, vielleicht 30%, vielleicht 40%, es ist immer unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Aber es muss eine Veränderung geben. Amen. Und verachte diese Veränderung nicht. Manche von uns sind so erfahren, dass sie die guten Sachen vergessen haben, weil wir so fokussiert sind auf die Kämpfe, die wir durchführen.
dass wir die guten Sachen vergessen und übersehen, die wir im Zusammenhang mit unserer Errettung bekommen haben. Rede davon. So, wenn du denkst, dass es klein ist, rede davon. Das kann deinem Gegenüber helfen. Halleluja. Eine weitere Möglichkeit. Manchmal haben wir keine Möglichkeit, mit jemandem ein Gespräch zu führen, weil die Person keine Zeit hat oder keine Lust hat, mit uns zu reden. Oder vielleicht kann ich seine Sprache nicht sprechen. Dann kann es helfen, wenn ich ein Gospel-Traktat habe. Und ich würde empfehlen, dass du immer welche dabei hast. Ein guter Soldat hat immer seine Waffe dabei, wenn er in den Kampf geht. Wenn du in den Alltag gehst, dann gehst du in den Kampf. Ein guter Notdienst, Rettungsdienst hat immer seine Ausrüstung dabei. Stell dir vor, man ruft eben einen Notarzt und er kommt und vergisst seine Geräte zu Hause. Ja? Was nützt er dem Kranken? Ich würde empfehlen, wir haben viele davon, habe immer welche dabei. Und das kann auch ein Einstieg in ein Gespräch sein, sogar mit einem Kollegen oder einem Nachbarn, dass du ihm sowas in die Hand drückst und sagst, Mensch, Thomas, hast du mal Lust, was zu lesen? Was ist das denn, Hannes? Wir brauchen Jesus? Ja, aber ne? Manchmal wollen sie nicht lesen. Ja. Ich sage immer, du hast ja nichts zu verlieren. Du liest, wenn es dir gefällt, ist gut. Wenn es dir nicht gefällt, ist auch nicht schlecht, du hast nichts verloren. Aber liest zumindest. Dann kannst du geben, sagen, vielleicht kannst du lesen und vielleicht können wir uns mal zusammensetzen, um uns über den Inhalt auszutauschen. Wenn er ja sagt, hast du schon einen Gesprächstermin. Ja? Und dann hast du einen Einstieg, eine Materie, um einzusteigen. Und du solltest vorher selber gelesen haben, was da drauf steht. Ja? Dann liest du das und dann kommt ihr ins Gespräch, das nimmst du das als Grundlage für das Gespräch. Amen. Als ich neu im Glauben war, wusste ich nicht, wie man von Jesus erzählt und Traktate haben mir geholfen. Ich habe viele Traktate gelesen, ich habe einfach gesehen, wie sie vorgehen, welche Argumente sie verwenden und das habe ich gespeichert, das habe ich benutzt in Gesprächen. Ich würde empfehlen, nimm es meist, normalerweise nicht viel, das hier ist noch nicht mal eine A4-Seite, wenn man genau ist. Lies viele, es gibt verschiedene Arten, verschiedene, unterschiedlich formuliert. Lies viele davon. Dann wirst du viele Argumente haben für Diskussionen und viele Methoden, wie man das Evangelium darstellen kann. Wenn du welche dabei hast, kannst du, wie gesagt, in die Hand drücken und sag, Mensch, wenn du möchtest, können wir uns mal über den Inhalt unterhalten. Und du kannst sogar, wenn du ein bisschen forscht sein möchtest, sagen, ja, vielleicht morgen, wenn du der Person nachstehst, können wir morgen, manche Leute nehmen und schlägen irgendwo hin. Kannst du einen sanften Druck einbauen und sagen, wollen wir uns morgen zusammensetzen und nochmal drüber reden? Ja, wenn du der Person nachstehst, ist es kein Problem. Wenn es ein Fremder ist, ist es ein bisschen blöd. Ja? Dann kann er vielleicht sagen, ja. Und dann hat er sich verpflichtet. Und er gibt dir dann seine Zeit und du gehst dahin, vorbereitet im Gebet. Und dann, ja, was hast du verstanden? Wie hast du das verstanden? Oder was hast du gelesen? Dann erzählt er und dann fragst du, was denkst du drüber? Und was hast du gefühlt oder gedacht, wenn du das gelesen hast? Denn so spricht der Heilige Geist, die Menschen im Herzen, sie fühlen und denken bestimmte Sachen. Dann hast du Fragen. So. Und dann geht's los. Und wenn wir die Möglichkeit haben, mit Menschen zu reden, dann sollten wir nach der Möglichkeit suchen, sie in einen Punkt zu bringen, wo sie eine Entscheidung treffen können und sollen. Denn vielleicht ist es das letzte Gespräch über den Glauben, das dieser Mensch in seinem Leben führen wird. Du weißt es nicht. Also wenn es möglich ist, biete eine Entscheidungsmöglichkeit an. Ja, führe diese Person zu dem Punkt, wo sie Ja oder Nein sagen kann, sich entscheiden kann. Das ist voll wichtig. Amen. Amen. Am Ende ist Gebet natürlich nicht zu vernachlässigen. Vielleicht möchtest du jemandem einen Traktat geben. Nimm dir vielleicht Zeit, wenn das möglich ist. Bete für diese Person. Bete, dass der Heilige Geist ihr Herz vorbereitet, ihr Herz öffnet. Und wasche dich, wasche deinen Mund und geh und gib der Person das Traktat. Apropos Mund waschen. Wenn du auf die Straße gehst, würde ich empfehlen, nimm mal einen Bonbon. Oder ein Tic-Tac. Ja? Dann stell dir vor, du stehst vor jemandem und redest, du hast Mundgeruch.
Das ist unangenehm. Ich würde nicht zuhören. Aus Höflichkeit würde ich vielleicht da stehen, aber ich würde die ganze Zeit nur gegen deinen Mundgeruch ankämpfen. Ja, ganz praktisch. Also dusche dich, mach dich mal hübsch und frisch, nimm mal Tic-Tac, bevor du zu den Menschen gehst. Also, bete für die Menschen, bete für, denn vielleicht hast du einen bestimmten Arbeitskollegen auf dem Herz, bete, sag Gott, bitte gib mir eine Möglichkeit, mit dieser Person über den Glauben zu reden. Manchmal ist es gut, sich auf eine Person zu konzentrieren. Du wirst merken, du kommst neu in ein Milieu und du merkst, du hast einen besonderen Draht zu einer bestimmten Person in diesem Milieu. Das ist selten ein Zufall. Für mich ist es immer die Interpretation, dass Gott möchte, dass ich zunächst diesem Menschen diene mit dem Evangelium. Die Person mag dich einfach, du magst die Person auch einfach und komm gern zu dir, willst dich mit dir treffen. Das ist eine Steilvorlage. Fang an, für diese Person zu beten. Nicht für alle, für diese Person, für Angela. Fang an, für sie zu beten. Beten und sie zu segnen im Gebet. Hey, segne Angela. Segne sie, dass sie dich erkennen kann. Segne ihr Leben mit Gesundheit, mit verschiedenen Sachen. Segne sie. Wenn du für jemanden im Gebet segnest, das bewirkt, dass du ein positives Gefühl für diese Person entwickelst. Positive Emotionen. Und dass Gott seine Liebe in dein Herz eingießt für diese Person. Amen. Und die Person spürt das, wenn du ihr begegnest. Dann spürt sie diese Ausstrahlung, die Liebe Gottes, die ausstrahlt. Und Gott wird dich gebrauchen, um in ihr Leben zu sprechen. Und dann kannst du einmal entweder ein Traktat führen oder die Person kommt und erzählt von einem Problem. Ja, ich habe die Predigt. Ich erinnere mich an die Predigt. Jetzt weiß ich. Also, Amen. Ich möchte euch entlassen in den Alltag als vorbereitete, ausgebildete Rettungsdienstmitarbeiter. Dass ihr eure Geräte immer dabei habt, immer einsatzbereit, allzeit bereit. Und du wirst dich noch wundern über das, was Gott tun wird. Amen. Lasst uns beten.